Es gibt bestimmte Risikofaktoren, an einem Brustkrebs erkranken zu können. Dazu zählt ein erhöhter Östrogenspiegel, zum Beispiel bei Übergewicht, oder auch eine verlängerte hormonelle Einnahme, eine Pilleneinnahme mehr als 5 Jahre erhöht deutlich das Risiko, an einem Brustkrebs zu erkranken. Und es gibt auch familiäre Brustkrebserkrankungen, die quasi in der Familie Mutter, Tante, Oma, Schwester an Brustkrebs in jungen Jahren erkrankt sind, liegt häufig eine genetische Disposition vor. Bei diesen Patientinnen muss eine genetisch oder sollte eine genetische Beratung stattfinden, um zu gucken, kann man einen Nachweis einer sogenannten Genmutation erstellen, sodass man dann mit den Patientinnen, wenn sie dann noch nicht am Brustkrebs erkrankt sind, besprechen kann, was es für Möglichkeiten ist oder gibt, das Risiko, am Brustkrebs zu erkranken, zu minimieren. Schichtarbeit wird diskutiert, Stressfaktoren werden diskutiert, aber da gibt es noch keinen Nachweis, dass das das Risiko an Brustkrebs zu erkranken erhöht. Es sind eher dann noch so die klassischen Risikofaktoren wie die frühe erste Regelblutung oder das späte Einsetzen quasi der Menarche. Das sind eher die Risikofaktoren, dann die Hormoneinnahme oder auch das Übergewicht und damit verbunden auch ein Bewegungsmangel. Nach Operationen einer Bruststraffung oder auch einer Verkleinerung einer Brust kann man auch die Befunde oder mögliche Befunde sicherlich ertasten. Es hängt davon ab, wie der Narbenverlauf ist, wie knotig das Gewebe nach den Operationen ist. Die Frauen sollten aber nicht scheuen, regelmäßig sich zu untersuchen, weil auftretende Befunde tasten eigentlich auch heutzutage immer noch dann die Frauen selbst. Männer leiden eher selten unter Brustkrebs. Man hat eine Statistik, dass in Deutschland ca. 620 Männer erkrankt sind an einem bösartigen Brustkrebs. Im Vergleich dazu erkranken jährlich 70.000 Frauen in Deutschland an Brustkrebs.